Mahlzeit, Freunde! Und willkommen zurück zu Zippy in the Circle. Das heißt, einer neuen, schnellen und einfachen Plaudi-Trophäe. Diesmal Level 8, 9 und 10. Und dann wieder ein Teaser auf die nächste Woche. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mit Level 8 an. Wir müssen Zoe retten und einen Schlüssel finden. Hier gibt es wieder eine kleine Story, aber die skippe ich wieder, weil wir sind ja alle bloß wegen der Plaudi-Trophäe hier. So, da steht es auch, Find the Key and Rescue Zoe. Und das Ganze müssen wir machen, bevor der Timer 300 erreicht. So, hier ist Zoe, das ist wichtig. Dann gehen wir hier nach rechts runter, durch so ein kleines Tor durch, sag ich mal. Und dann einfach runter, ups, runter. Und dann hier wieder durchs Tor durch. Und dann komplett nach rechts. Dann weiter runter, wieder nach links. Momentan gibt es ja nur einen Weg. Und dann kommen wir auf so eine große Fläche. Da liegt der Schlüssel unten links. Hier haben wir den Schlüssel. Und das heißt, wir können zurückrennen. Wieder auf der Fläche nach oben rechts. Dann den kleinen Weg hier lang. Dann hier wieder durch dieses Tor-ähnliche Ding durch. Und ab nach oben. Bis gleich wieder das Tor hier auf der linken Seite kommt. Dann rüber nach links oben. Und zack, wir haben Zoe gerettet. Und das war's auch schon mit Level 8. Eine Medaille haben wir bekommen. Zack, ab ins nächste Level. So, das skippen wir wieder. Ihr könnt euch das Ganze natürlich angucken, wenn ihr das wollt. Wenn euch die Geschichte interessiert und ihr mehr als noch die Platin-Trophäe wollt. So, jetzt sind wir hier so eine Art Rakete oder sowas und müssen Ringe fangen. Das ist recht einfach. Hier sieht man gut. Zack, wann wir springen müssen und wann nicht. Wenn die Ringe komplett sind, müssen wir springen. Wenn sie so auf der Bahn drauf sind, also drinnen eingeschlungen sind, dann müssen wir halt nicht springen, ne? Recht einfach und recht gut zu sehen. Zack, jetzt fehlt nur noch einer. Und der kommt da hinten auch schon. Und das war's, Freunde. Das war's, ganze Level. 12 von 12 Ringen. Level complete. Medaille erhalten. Und zack, weiter ins nächste. So, jetzt sind wir nämlich Zoe und dürfen übers Eis schlittern. Das ist jetzt etwas nervig, weil ja, wir halt überall abglitschen, ne? So, wir fahren hier raus und nehmen den unteren Weg. Das ist wichtig, weil oben ist eine Sackgasse. Dann nehmen wir wieder den unteren von beiden. Oh Gott. Sag mal, was mache ich denn hier? Ja, das war's schon mit dem ersten Teil. Jetzt kommen wir zum zweiten Teil. Hier fahren wir erstmal ganz nach unten. Und dann nach rechts. Hier gibt es zwei Wege, die dahin führen. Welchen da nehmt, ist natürlich egal. Und dann nach oben. Ja, wenn wir jetzt hier mal durchkommen würden, danke. Na. Zack, dann durch diese Röhre durch. Und das war's auch schon, Freunde. Ist etwas schwierig zu erklären. Einfach gucken, wo ich langrutsche. Aber schwer ist der Weg auch nicht. Ja. Level abgeschlossen, Medaille erhalten, in der Zeit gewesen. Jetzt gibt es hier bei Next Level nochmal einen Teaser für nächste Woche. Aber da geht es nämlich nächste Woche weiter. Und dann haben wir Zippy, The Circle, Level 8, 9 und 10 abgeschlossen. Eine weitere Platin-Trophäe in der Tasche. Und in diesem Sinne, Freunde, macht's gut, bis zum nächsten Mal.